Ja? Ja. Super. Dankeschön. Ich habe deine E-Mails kurz redigiert. Und? War alles falsch, ne? Es waren ganz viele Fehler drin. Inhaltlich, syntaxmäßig und strukturell. Naja. Also eigentlich durchgefallen. Ich möchte deine Eltern bitte zum nächsten Elternsprechtag. Meine Eltern können kaum Deutsch, deswegen wirst du mit denen nicht so gut. Das ist eine Ausrede, Emmy, die ich immer benutzt habe früher. Ne? Ich muss mal ganz kurz nochmal fragen, meine Eltern kommen wie aus genau Kroatien. Diese App heißt, weil ich die gerade nicht finde, aber ich habe die auf jeden Fall gekauft. Du hast auch wirklich 500 Millionen Tests for Friends. Genau, Test, das habe ich jetzt falsch eingegeben. Kennt ihr vielleicht noch die Serie Friends? Natürlich! Kennt ihr vielleicht noch die Serie Friends? Und Emmy hat geantwortet. Ich habe für unsere Zuschauer geantwortet, denn unsere Zuschauer sind alle so unterhaltungstechnisch auf dem hohen Level, sonst würden sie Ärzte ja nicht gucken. Also sind sie auch alle Friends-Fans. Emmy, ja. Guck. So. Hat sie nicht gesehen. Mir so viel Mühe gegeben mit dieser Pose. Habe ich nämlich neulich gelernt. Habe ich von Germany's Next Topmodel gesehen. Ach, hast du? Ich gucke mir Germany's Next Topmodel an, weil das sind diese adipösen Weiber, die da vorne immer hinrennen und sich dann irgendwie Komplimente oder Anschrei von Sylvia Klum anhören. Sylvia Klum, die auch übrigens die Tochter von Frank Elstner ist und von ihm auch das Glasauge geerbt hat, falls ihr das mal gesehen habt. Sie kann ohne Probleme in die eine Ecke eine Spinne beobachten und in der anderen Ecke kann sie gucken, was die Maus macht. Kann quasi in beide Seiten gucken. Findest du das wirklich? Heidi Klum ist definitiv Glasaugen-Fetischistin. So, ich werde jetzt gefragt hier in der App Test for Friends, mit wem ich gerne spielen will. Egal, weiblich oder männlich. Ich werde dann mit Leuten im Umkreis verbunden. Ja. Alter, komm, mach mal. Ich habe 46 plus, habe ich mir bei mir nämlich auch eingegeben. Und männlich, los. Was muss man jetzt gegen die... Ach so, ist das... das ist doch hier, Dingens. Memory, oder nicht? Das ist Memory? Memory? Was musst du denn jetzt machen? Ach, du musst jetzt einen auswählen. Nimm mal so einen Typ, der doof, der nicht so intelligent aussieht. Nein. Doch, Emmy. Das steigert unsere Chancen immens. Oder einen alten Opa. Hier, die mit der Katze. Das ist übrigens ein Fake. Das ist nicht. Ach, wirklich? Ich nehme hier den Indianer. Das ist aber, der ist aber nicht jetzt Navajo-Insel oder wie das heißt. Wenn du sagst, wie weit die anderen entfernt sind, brauchen wir deinen Standort. Ja. Wenn du gefragt hast, erlaube die Ortsbestimmung. Ja, mach es. Ich liebe das, wenn erst mir sagen, was ich zu tun und lassen habe. Ja, sonst klappt das ja nicht. Du darfst ihm Ort gibt's. Komm, ja. Okay. Sag ja. Komm, übrigens. Jetzt geht's los. Weiter. Anfrage. Das ist ganz schön aufregend. Man muss ja auch warten, bis die entsprechende Person. Kann sein, dass er gerade schläft oder so, ne? Ich glaube, man kriegt aber nur die Online-Leute angezeigt, oder? Ja, tut man auch. Darf ich mir jetzt mal einen aussuchen? Nein. So einen richtig. Den hier. Den hier, gegen den will ich zocken. Anfragen. Und wie heißt der überhaupt? Das kann man sich nämlich hier angucken. Nein, das bin ich. Geschlecht? Ich heiße Spieler, das bin ich. Ach so, du kannst auch ein Bild von dir noch reinsetzen. Mike heißt der. 46 plus männlich. Aber steht nicht, woher der kommt, ne? Nee. Und man kann das Bild melden, das finde ich gut. Falls man nämlich sagt, das ist gar nicht sein Bild. Das dauert jetzt, bis man zu dem jeweiligen Connect kommt. So ähnlich wie es bei Spielen wie Wordblitz oder anderen Games ist, die man online mit anderen Leuten zusammenspielt, muss man natürlich erstmal auf die Reaktion von den Leuten warten. Genau. Und kann dann Testfragen beantworten. Genau. Und kann sich ja kennenlernen und kann dann Leute finden, mit denen man grillen kann. Um einfach mal. Ach, dafür ist das gedacht? Nein, aber ich habe gedacht, das passt doch ganz gut, dass man, wenn man keinen hat zum Grillen, dann kann man hier Leute kennenlernen und mit denen das Spiel spielen und dann ja, hat man nachher eine riesen Party zusammen. Wie unsere Upside-Party. Oder wie die große, oder wie das große NRW-TV-Grillfest. Oh, da freue ich mich schon drauf. Was? Das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Test for Friends ist kostenlos und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr mit uns heute eine Grillparty gefeiert habt. Wie, du sprichst mal mit wir? Was für ein wir? Ich und mein iPhone. Meine Freude ist überschwänglich. So überschwänglich, dass wir uns bald sicherlich wiedersehen. Wenn nicht hier, dann bei Facebook. Ja. Freunde.